Hier ist dein Pierre Frank. Und heute unterhalten wir uns wieder einmal über den Seelenpartner. Die Vergangenheit als Turbo zum Seelenpartner nutzen. Die Vergangenheit spielt eine ganz große, wesentliche Rolle in unserem Leben, wenn wir uns eine so kraftvolle, wundervolle Partnerschaft wünschen und eine so wahre, tiefe Liebe in unserem lieben Leben realisieren wollen. Das heißt also auch, so eine Liebe zuzulassen und so eine Nähe zuzulassen. Und das bedeutet natürlich auch, können wir das? Und da spielt natürlich unsere bisherigen Erfahrungen eine ganz große Rolle. Und heute möchte ich ein bisschen euch zeigen, wie man mit einem relativ leichten Trick, eigentlich mit zwei Fragen, wie man tatsächlich die Vergangenheit für sich super gut nutzen kann, damit wir tatsächlich uns beschleunigt auf dem Weg begeben, wo unser Seelenpartner uns sehen kann und uns auch begegnen kann. Und wie immer werde ich ganz kurz so ein bisschen vorlesen, nämlich heute erzähle ich dir ein bisschen, wie ich es gemacht habe, welche Fragen ich damals gestellt habe vor 30 Jahren, als ich dann Michaela, meine Seelenpartnerin, kennenlernte, mit der ich schon seit über 30 Jahren zusammen bin. Und dann werde ich dir auch am Ende des Videos dir einen kleinen Text sagen, und zwar mein ganz persönliches Mantra, was ich damals immer und immer wieder benutzt habe für mich, damit ich immer wieder auf diese Spur hinkomme und nicht abdrifte. Denn die Vergangenheit kann uns auch ganz stark bremsen, was sie ja gerne tut. Also wenn wir mal überlegen, wir wollen ja gerne einen Seelenpartner haben, wir wollen eine wahre, tiefe Liebe erleben, also wir wollen mit jemandem zusammen sein, der ähnlich denkt wie wir, ähnliche Visionen hat, ähnliche Ziele, ähnliche Werte. Und wir können davon ausgehen, dass dieser Mensch, dieser wundervolle Mensch auch ganz ähnliche Lebensthemen hatte wie wir. Also wahrscheinlich auch verschiedene Partnerschaften, wo es vielleicht nicht so lief, wie wir es uns gewünscht hätten, wo es also auch Verletzungen gab, wo es Zurückweisungen gab. Ähnlich wie in deiner Lebensstruktur. Und wenn wir natürlich jetzt so zurückblicken, dann blicken wir ganz oft auf Partnerschaften zurück, wo wir sagen, oh, das war ja schlimm, oh, das war ja furchtbar. Und dann erzählen wir auch unseren Freunden und Bekannten oder jeder, der es gerne hören möchte, wie schlimm, wie furchtbar das war. Und wir wissen es ja eigentlich, dass wir auf diese Weise diesen Status immer wieder manifestieren. Wir halten regelrecht daran fest. Und das ist natürlich für unsere Überzeugungskraft nicht sonderlich förderlich. Denn auf diese Weise blicken wir zurück, sehen, die bisherigen Partnerschaften liefen so, vielleicht liefen sie wundervoll und dann plötzlich machte es und das ging dann irgendwie den Berg runter und wir waren dann plötzlich in einer tiefen, großen Talsohle und haben dann die Überzeugung gewonnen, naja, auch wenn ich noch so glücklich bin, dann läuft es wieder schief, dann geht alles wieder den Bach runter. Oder aber wir sind gleich auf jemanden reingefallen. Das heißt, wir blicken zurück auf unsere bisherigen Partnerschaften und stellen fest, war nicht gut. Was gleichzeitig bedeutet, dass wir entweder die Überzeugung haben, wir fallen immer wieder auf die gleichen herein. Das heißt, wir werden immer wieder ähnliche Partnerschaften haben und immer ist ein Abschlussbefehl, immer wieder. Das heißt, unsere Erwartungshaltung ist so. Natürlich haben wir eine Sehnsucht, eine wundervolle Liebe endlich erfahren zu dürfen, aber unsere Erwartungshaltung ist nicht, dass es wieder schief läuft. Und diese Angst, dieser Zweifel trägt. Und es kann natürlich auch genauso sein, dass wir einfach generell Partnerschaften als negativ bewerten. Naja, es war ja nicht so toll. Also wir gehen mal in die romantische Vorstellung, wir träumen mal ein bisschen, wie schön so eine Liebe sein könnte. Aber wenn es dann wirklich real wird, dann denken wir wieder zurück. Nee, nee, nee. Und ganz oft ist es auch so, dass wenn wir unsere bisherigen Beziehungen negativ bewerten, haben wir also eine negative Bewertung für Beziehungen an sich. Das ist ja unsere Erfahrung, die wir gemacht haben. Das bedeutet, dass wir diese Überzeugung nach außen tragen. Und das ist nichts anderes als eine Tür, die wir schließen. Das heißt, wir werden nicht mehr sichtbar, weil wir sagen, Partnerschaften sind an sich nicht sonderlich toll. Und all das läuft unbewusst ab. Also bewusst kannst du jetzt sagen, nee, das ist ja gar nicht so. Nein, ich bin ja offen und bereit. Aber wenn du deine bisherigen Partnerschaften, also einmal überlegen, denk mal so ein bisschen zurück, so an Partnerschaften, die du hattest und was ist das Erste, was hochkommt? So.
Gibt es da Wehmut? Gibt es da Trauer? Gibt es da eine Wut? Gibt es da Enttäuschung? Gibt es da Niederlagen? Tut da noch was weh? Gibt es immer noch einen Verlust? Also das alles sind Bewertungen, die unbewusst ablaufen und die uns massiv beeinflussen, wie wir unsere künftige Partnerschaft angehen wollen. Und deswegen ist es so unglaublich wichtig, dass wir unsere bisherigen Partnerschaften mit einem anderen Auge betrachten. Nämlich, dass wir einfach mal schauen, was hat mich denn diese Partnerschaft gelehrt? Was habe ich da erfahren? Denn wir wissen ja, alles, was wir erleben, hat eine Erfahrung für uns. Wir lernen etwas daraus. Oder auch nicht, dann machen wir immer wieder die gleiche Schleife, bis wir es gelernt haben. Aber letztendlich, jede Partnerschaft, und deswegen sind manche Partnerschaften auch so unterschiedlich, in jeder Partnerschaft kann es sein, dass wir ganz andere Anteile, die in uns sind, ausleben. Es kann sein, dass wir in einer Partnerschaft unglaublich viel Sinnlichkeit ausleben, in der nächsten Partnerschaft sehr intellektuell unterwegs sind. Denn wir sind ja vielschichtige Wesen. Also lernen wir in jeder Partnerschaft, wie bin ich als sinnliches Wesen, wie bin ich als intellektuelles Wesen, wie bin ich als fürsorglich und so weiter. Es kann auch sein, dass viele Partnerschaften ganz ähnlich ablaufen und wir immer eine ähnliche Persönlichkeit zeigen. Aber jede Partnerschaft bringt uns einen Schritt weiter. In Partnerschaften lernen wir Loyalität, Treue, wir lernen mit Wut umzugehen, mit Enttäuschungen umzugehen. Wir lernen, was es ist, ein Geheimnis zu bewahren, verschwiegen zu sein. Wir lernen, wie es ist, jemanden zu verletzen oder wie es ist, selbst verletzt zu werden. Also wir lernen unglaublich viel. Wir lernen zu kommunizieren oder nicht zu kommunizieren. Wir lernen, wann wir besser den Mund gehalten hätten oder wann wir besser etwas gesagt hätten. Wir lernen über unseren Körper etwas, wie wir mit unserer Körperlichkeit umgehen. Wir lernen unglaublich viel. So, und das können wir natürlich nicht alles in einer Partnerschaft, weil jeder andere Mensch ist ja auch ein bisschen anders und lockt etwas anderes in uns hervor. Und wenn dann Partnerschaften zu Ende gehen, dann betrachten wir sie immer als gescheitert. Und wir bewerten sie negativ. Und dann nehmen wir diese Lernerfahrungen, die wir in diesen Partnerschaften gemacht haben, nehmen wir nicht bewusst mit. Also wir kultivieren sie nicht, wir heben sie nicht, wir sehen nicht den Wert, den wir daraus gewonnen haben. Das heißt, wir sehen unsere eigene Wertigkeit nicht, sondern wir sehen nur unsere Minderwertigkeit. Es ist ja gescheitert, wir wurden verlassen, also sind wir nicht wertvoll genug und. Und deswegen ist es so wesentlich. Wie gesagt, das läuft alles unbewusst ab und unbewusst ist eine sehr starke Kraft, die beständig wirkt. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir unseren Blick mal ein bisschen wandeln. Und klar, wir könnten natürlich jetzt anfangen, all die ganzen Schattenseiten zu bearbeiten, all die Verletzungen und all die Zurückweisungen und was alles Schlimmes passiert ist. Aber da sind wir vielleicht lange beschäftigt und dann warten wir lange auf unseren Seelenpartner, weil wir sagen, nee, ich bin noch nicht so weit, ich muss den Schatten auch noch bearbeiten und das habe ich auch noch nicht fertig und da muss ich noch inneres Kindarbeit machen und da muss ich noch eine Familienaufstellung machen und da muss ich noch drei Bücher lesen, also wir werden nie ankommen. Und deswegen ist es so wesentlich, dass wir uns nicht zu sehr damit aufhalten, was wir noch alles machen müssen, um ein besserer, tollerer Mensch zu werden, das brauchen wir gar nicht, sondern viel wichtiger ist nur, dass wir wahrnehmen, wie wir denken, wie wir fühlen, dass wir also all diese Dinge bewusst machen. Und ein wesentlich einfacherer Schritt ist, als unsere Schattenseiten alle einzeln zu bearbeiten, denn unser Seelenpartner hat auch Schattenseiten und wenn du aber perfekt sein willst, bis du deinen Seelenpartner begegnest, heißt das, der muss auch perfekt sein. Man könnte vielleicht 20 Jahre, 30 Jahre warten und wir wissen ja, perfekt werden wir nie sein, weil wir sind ja Menschen. Also wenn wir ganz viele Schattenseiten und Fehler und Mängel haben, weil das macht uns aus. Da sind wir eben menschlich. Und deswegen habe ich für mich damals, vor 30 Jahren, als ich mich für 4 Monate von der Außenwelt zurückgezogen habe, habe ich für mich beschlossen, ohne es zu wissen, warum, aber ich habe für mich beschlossen, dass ich einfach mal meine bisherigen Partnerschaften anders betrachte und einfach mal schaue und hinschaue,
Was habe ich daraus gelernt? Welches Potenzial habe ich daraus erfahren? Und das hatte für mich eine unglaubliche Wirkung. So, also, ich lese mal ganz kurz vor aus dem Buch. Ihr findet einen Seelenpartner. So habe ich es gemacht. Ich hatte ganz ehrlich gesagt zunächst wenig Lust, mich mit den Schattenseiten zu beschäftigen. Klar, wer mag das schon? Warum sollte ich mich nachträglich mit einer Partnerschaft auseinandersetzen, die mir nicht gut getan hat und mir noch heute nicht gut tut? Und dennoch spürte ich, dass genau dort ein Bewusstseinssprung auf mich wartete. So. Ich bin einfach zwei Fragen nachgegangen. Erstens, warum bin oder war ich mit diesem Menschen zusammen? Also warum war ich mit diesem Menschen zusammen? Und wenn du jetzt gerade in einer Partnerschaft bist, die dir nicht gut tut, auch da frage dich, warum bin ich mit diesem Menschen zusammen? Was hat mich bitteschön da hingeführt? Was möchte mein Seelenanteil da? Also warum? Da muss ja irgendwas Großes geben, dass du dort bist. Also warum bin ich mit diesen Menschen zusammen? Und die zweite Frage war für mich, welche Anteile in mir haben diesen Menschen in mein Leben gezogen? Welche Anteile in mir haben diesen Menschen in mein Leben gezogen? Wir wissen ja, wenn die Anziehungskraft von zwei Menschen wirken, dann sehen wir ganz gerne nur die Spitze des Eisberges. So dieses strahlende Lachen und alles ist toll und wundervoll. Und das alles, was da unten da unter der Wasseroberfläche mitschwappt, da sagen wir, nee, das wollte ich aber eigentlich nicht haben. Aber das ist ja die größere Masse und das ist die größere Anziehungskraft. Das bedeutet, wir schauen doch mal, alle Anteile in dir haben diesen Menschen angezogen. Also auch deine Anteile, die unter dieser Wasseroberfläche schwimmen. Das heißt, das sind diese Anteile, für die du dich eigentlich schämst, die du nicht gerne zeigst. Und das sind nicht nur Anteile, wo du Opfer warst, sondern das sind auch Anteile, wo du Täter warst. Und das schauen wir nicht gerne an. Aber wir ziehen andere Menschen in unser Leben mit unserer Gesamtheit, also mit allen Anteilen, nicht nur mit diesen hellen Strahlenden auf der Wasseroberfläche, sondern auch all dieses Ganze unter der Wasseroberfläche, diesen riesen, wesentlich größeren Bauch. Und das geschieht alles unbewusst. Und deswegen sind diese beiden Fragen so wesentlich, weil sie uns das bewusst machen und wir plötzlich erkennen, warum wir mit einem Menschen zusammen waren oder zusammen sind. Also, dieser Schritt war größer, als es zunächst den Anschein hatte. Ich hatte mich auf diese Weise zum ersten Mal aus der Opferrolle gelöst. Das ist nämlich der wesentlichste Aspekt. Ich sage ja nicht mehr, da bin ich auf sowas reingefallen, sondern ich frage mich, warum bin ich mit diesen Menschen zusammen? Also es gibt in mir einen Grund. Welche Anteile von mir haben diesen Menschen in mein Leben gezogen? Und plötzlich bin ich Täter. Ich habe aktiv, unbewusst, aktiv jemanden in mein Leben eingeladen. Über mein Resonanzfeld. So. Also, ich hatte zum ersten Mal den Blickwinkel gewandelt und meine Eigenanteile beleuchtet. Also nochmal, die zwei Fragen sind, warum bin ich oder war ich mit diesen Menschen zusammen und welche Anteile in mir haben diesen Menschen in mein Leben gezogen? So sanft die Fragen daherkommen, so effektiv ist die Wandlung, die mit ihnen einhergeht. Genauer gesagt, erkannte ich plötzlich die wiederkehrenden Muster in meinem Leben und damit auch die Dauerschleife, mit der ich immer wieder passende Partner in mein Leben zog, die mit mir diese Themen ausarbeiten konnten. Und das sind natürlich auch Themen, die vielleicht gar nicht so schön sind. Also wenn du ein Thema hast, wo du ganz viel mit Schuldgefühlen zu tun hast, dann wirst du Menschen in dein Leben ziehen, die dir dieses Thema anbieten, damit du dieses Thema weiter ausagieren, weiter spielen kannst. Und dann kann es sein, dass du Menschen in dein Leben ziehst, die dir weiterhin Schuldgefühle machen. So. Also du siehst schon, wir mögen Menschen in unser Leben haben, die uns entsprechen. Und wenn wir unsere bisherigen Partnerschaften als Opfer betrachten, ja, dann sind wir ausgeliefert dem Zufall. Irgendjemand kommt, ich bin halt Opfer. Dann, wenn ich aber meine bisherigen Partnerschaften als Täter betrachte, da wollte mein Seelenanteil etwas lernen, etwas erfahren. Anteile in mir
wollten bewusst gemacht werden, wollten angeschaut werden, wollten bearbeitet werden, wollten ausagiert werden, auch wenn es weh tat. Und überleg dir immer, der Partner, mit dem du zusammen warst, für den war es ja auch nicht lustig. So. Aber der hat trotzdem sich mit dir gerieben und gestritten und Dinge gemacht, das ist ja auch nicht angenehm für ihn gewesen oder für sie gewesen. Und trotzdem hat er das Wertvollste dir geschenkt, nämlich seine Zeit. Die kommt nie wieder zurück. Und deswegen ist es so wichtig, wenn wir mal hier aus der Opferrolle aussteigen und in die Täterschaft gehen. Etwas in mir wollte diesen Menschen haben. Was war das? Okay. Ich lud also Menschen in mein Leben ein, die die gleichen Themen als Dauerschleife hatten. Gleiches zieht Gleiches an. Bewusstsein ist Heilung und gleichzeitig der Schlüssel, um aus alten Mustern aussteigen zu können. So, und diese beiden Fragen ist der einfachste Trick, wegzukommen von diesem Lamoyanten. Ja, da, das kennen wir alle. Oder, boah, komm, hör mal auf und so. Oder, das möchte ich nie wieder, dass mir das geschieht und so weiter. So. Also wir können auf diese Weise sehr galant aussteigen, wenn wir einfach nur diesen Fokus mal setzen. Und es kann sein, wenn du dir aufschreibst, so eine Liste machst, dir das zum ersten Mal notierst, die beiden Fragen notierst und darauf Antworten suchst, dann kann es sein, dass du denkst, nee, die andere Spalte, wo ich da sage, der hat dieser Idiot und der hat das gemacht und das, könnte ich sofort auffüllen. Aber da wollen wir ja bitte nicht mehr hineingehen. Kann sein, dass es hochschwappt, dann lass es einfach hochschwappen. Aber geh immer wieder zurück zu der Frage, warum habe ich diesen Menschen in mein Leben gezogen? Welche Anteile in mir haben diesen Menschen in mein Leben gezogen? Und warum bin ich oder war ich mit diesen Menschen zusammen? Du kannst auch fragen, was habe ich daraus gelernt? Was habe ich dort erfahren? Wie bin ich dort wacher, bewusster, weiser, erwachsener geworden? Wie gehe ich heute damit um, mit diesem Wissen? Und ich sage ja immer ganz gerne diesen Satz, der liebe Gott bildet seine Experten aus, wenn du in Partnerschaften eine tiefe Krise erfahren hast, dann bist du Experte in diesen emotionalen Gefilden, die vielleicht wehtaten. Aber du hast es geschafft, dich davon zu lösen. Und dann schau dir mal, okay, was hat dir das gebracht? Welche Tiefe konntest du heute entwickeln? Welches emotionale Empfinden hast du heute zur Verfügung? Und welche Empathie kannst du für andere Menschen empfinden, die in einer ähnlichen Situation heute sind, in der du damals warst? Und plötzlich bist du an einem Punkt, wo du siehst, wow, Partnerschaften sind ein wundervolles, bereicherndes Element und kein strafendes. Also du siehst, dieser Blickwinkel wird nur gewandelt. Wir schauen mal nur auf die positiven Ergebnisse, nicht auf die negativen. Und du wirst sehen, was das mit dir macht. Du machst dich plötzlich sichtbar für deinen künftigen Lebenspartner. Weil du dich plötzlich öffnest und sagst, Partnerschaften sind etwas Grandioses. In jeder Partnerschaft bin ich größer und weiser und bewusster geworden. Also vielleicht hast du ja auch Lust, diese beiden Fragen auf dich wirken zu lassen. Und wenn du zurzeit mit keinem Partner zusammen bist, dann betrachte eben deine vergangenen Partnerschaften. Wichtig dabei ist, dass du nicht die Brille der Naivität, der Schuldzuweisungen oder des Opferdaseins aufsetzt. Genau. Sondern nein, du bist Täter. Es ist dein Leben und du entscheidest. Du entscheidest, Ja zu sagen zu einem Menschen oder Nein. Und da gab es Entscheidungen, Ja zu sagen. Und ganz oft mit fliehenden Fahnen, wow, so, um dann enttäuscht zu sein, nee. So. Und nochmal, das Enttäuschte ist immer nur dann, wenn wir unter die Wasseroberfläche des anderen blicken. Und dann wollen wir nicht wahrhaben, dass dieser Anteil unter der Wasseroberfläche der größere ist, der eine größere Anziehungskraft auf uns ausgeübt hat. Und etwas in uns wollte diese Erfahrung machen. Okay. Je mehr Zeit du dir dafür nimmst, je
Je öfter du dort hineindenkst oder meditierst und beim Reflektieren in die Entspannung gehst, desto schneller wirst du ungeliebte Bewusstseinszustände loslassen können und neue, höher schwingende Felder erreichen. Ja? Und ich kann nur sagen, aus meiner eigenen Erfahrung, ich habe es so gemacht und ich habe mich ziemlich schnell aussöhnen können. Und ich werde jetzt gleich sagen, ich habe mir damals einen Text aufgeschrieben, den habe ich für mich damals aufgeschrieben, also vor langer Zeit, vor über 30 Jahren. Und habe dann diesen Text mir immer wieder, so wie so ein kleines Mantra gesagt, immer und immer wieder. Und dieser Text hat mich unglaublich rasant in eine andere Ebene hineingezogen. Und wenn ich dir den Text jetzt vorlese, kannst du mal vielleicht auch deine Augen schließen und einfach nur mal reinhören. Was macht das mit dir? Und du kannst auch natürlich dann das Video dir nochmal abspielen lassen und es dir aufschreiben und vielleicht auch für dich selber ein bisschen verändern, sodass du sagst, dann passt es für mich besser. Also ich lese dir gerne vor, was damals mein Weg war, damit ich mich mit der Vergangenheit aussöhnen konnte. Und ich sage dir, du bist nicht alleine. Ich hatte auch viele Partnerschaften von Michaela und ich hatte viele Verletzungen und viele Verwirrungen erlebt und viele Dinge, die unangenehm waren. So dass ich irgendwann dachte, nee, das möchte ich nicht mehr. Und dann begann ich ja eben meine Reise damit, dass ich mich für 4 Monate von der Außenwelt zurückgezogen habe und darüber nachgedacht habe, wie werde ich glücklich und wie schaffe ich es, eine wahre, tiefe Liebesbeziehung zu führen. So, du brauchst keine 4 Monate dich zurückziehen. Aber wichtig ist, dass du einfach dich damit beschäftigst. Okay, also. Du kannst es machen, wie du gerne möchtest. Du kannst dich mal zurücklehnen und einfach nur den Text anhören. Also, mein Wegbegleiter. Okay? Manche Wegbegleiter begleiten mich nur 5 Minuten. Andere ein paar Wochen. Manche ein paar Monate. Und andere ein Leben lang. Und immer waren es Menschen, deren Energieströme ich aufgenommen habe, von deren Resonanzfeldern ich durchdrungen worden bin, die mich inspirierten, Ideen für mich hatten, mit mir hofften und bangten, und Emotionen in mir hervorriefen. Danke für eure Zeit, eure Liebe, eure Ausdauer, meinen Blickwinkel zu erweitern. Eure Geduld, gemeinsam mit mir in meine Schattenbereiche zu tauchen. Danke. Ohne euch wäre mein Weg nicht mein Weg geworden. Danke. So, das war mein Text, den ich damals für mich geschrieben habe. Du kannst sowas Ähnliches für dich schreiben, wo du glaubst, damit kann ich mich am besten aussöhnen und mich am besten fokussieren auf die Kraft der vergangenen Partnerschaften und Beziehungen. Ja? Okay. Also ich lese mal ganz kurz, was ihr hier so geschrieben habt. Ihr schreibt ganz viel für euch selber. Das Absurde ist, dass wir uns das suchen, was uns bekannt ist. Ja. Auch wenn es nicht gut für uns war oder ist. Ja. Bei mir sind es emotional distanzierte Männer. Und ist gleich Vater ist so. Also du hast auch sofort die Verbindung mit deiner Vergangenheit in der Kindheit gemacht. Da entstehen ganz oft diese Muster, die wir immer wieder in einer Wiederholungsschleife stetig immer wieder abspielen. Und das Schöne ist, wenn es uns bewusst wird, wir können auch dort austreten. Wenn uns bewusst wird, dass wir gerne emotional distanzierte Männer suchen, dann können wir auch ganz bewusst entscheiden, dass wir Nähe zulassen und Männer
in unser Leben einlassen, die sehr emotional sind und Nähe zeigen können. Okay. Immer wieder, wenn ich auf meinem Weg war, zack, nahm er Kontakt. Also deshalb, da unterhaltet ihr euch, okay? Wer von mir denkt, ich kann was nicht, dem zeige ich es. Nun liebe ich es, unterschätzt zu werden. Bin im Nachhinein durch ihn stark geworden, beziehungsweise erinnere mich wieder an meine Stärke. Ja, das ist ganz schön. Manchmal werden wir ganz starke Persönlichkeiten. Was mache ich, das schaffe ich. Und kann sein, dass das gar nicht zu unserer Persönlichkeit passt, sondern dass das auch ist, um etwas zu beweisen. Auch da ist es ganz oft, dass wir da immer noch das unserem Vater beweisen wollen oder unserer Mutter beweisen wollen. Da sind wir aber nicht selbst gesteuert, sondern immer noch fremdgesteuert. Wir gehen nur in die Opposition. Das schaffst du sowieso nicht. Ach komm, du brauchst doch kein Abitur. Was willst du jetzt studieren? Jetzt lass mal sein und so. Und dann wird, ich zeige dir, dass ich das kann. Dann tun wir viele Dinge, um zu beweisen. Nicht, weil da eine tiefe Freude oder Lust oder Lebensfreude drin steckt. Und nochmal für unseren, genau das zu akzeptieren, dass er es nicht ist, das muss man halt. Ja, vor allem muss man akzeptieren, dass das Anteile in uns selber sind. Also wie wir vorhin gerade gehört haben, zum Beispiel mit, ich ziehe immer emotional distanzierte Männer an, da gibt es Anteile in uns. Und wir wollen dann weiterhin diese Sehnsucht aufrechterhalten, er muss doch endlich mal auch emotional zu mir sein. Der Vater war nie emotional, jetzt so. Aber in Wahrheit wollen wir keinen Mann, der emotional ist, sondern wir wollen weiterhin die Sehnsucht aufrechterhalten, wann wird er endlich mal, wann, da sind wir zu Hause. In diesem Mangel sind wir dann zu Hause, auch wenn das zu Hause unangenehm ist, aber das kennen wir so. Partnerschaft ist das für uns. Und deswegen ist es so wesentlich, dass wir diese Anteile betrachten und transformieren. Und du kannst auch gleichzeitig jetzt mal schauen, also du hast jetzt Männer gehabt, die emotional distanziert waren. Und jetzt schauen wir mal bitte in dieser Partnerschaft drauf, was hast du da gelernt? Also was ist dir dort bewusst geworden? Ja, also welcher Anteil es war, warum du diesen Mann in dein Leben gezogen hast, weißt du jetzt. Okay, der Vater war so, also ist dein Männerbild so, also hast du das stetig wiederholt. Jetzt geh mal den Schritt weiter und schau mal, was habe ich denn dort gelernt? Was habe ich in diesen Partnerschaften erfahren? Was ist mir bewusster geworden, wacher geworden? So. Und dann wirst du sehen, das war sehr wesentlich, dass du diese Schleife nochmal gemacht hast und nochmal gemacht hast. Wir müssen uns bewusst werden und akzeptieren, dass wir es nur einem Menschen im Leben recht machen müssen, uns selbst. Bravo. Und wir haben das Beste verdient in unserem Leben. Bravo. Genau. Und das wäre schön. Also wenn es reichen würde, dass wir diesen Satz umsetzen, wäre das grandios. Denn wir müssen es uns selbst recht machen. Aber mit recht machen heißt nicht einfach akzeptieren alles, sondern mit dir selber liebevoll umgehen. Du bist dein bester Freund, du bist dein bester Geliebter oder deine beste Geliebte. Du bist der Mensch, der dir am nächsten ist, mit dem du einschläfst, mit dem du aufwachst, mit dem du ständig dich unterhältst, den du auch ständig bekämpfst. Also du musst lernen, du darfst lernen, dass du wundervoll bist, dass du wertvoll bist, dass du liebenswert mit dir umgehen kannst, dass du dich loben darfst, dass du dir auf die Schulter klopfen darfst. So wie du anderen Menschen wegen irgendeinem Pipifax ein Kompliment machst, mach dir selber ein Kompliment. Schenk dir selber diese Energie und die Kraft und die Motivation. Und wir dürfen lernen, dass wir auch rausgehen dürfen. Und wenn wir uns lächerlich machen, ja, aber das zeigt, dass wir mutig sind, dass wir über unsere Komfortzone hinaustreten. So. Lieber Pierre, ich habe letztens gehört, dass wenn der Mann verheiratet ist beim Kennenlernen, sei dies bereits ein Zeichen, dass er nicht der richtige Seelenpartner ist. Sonst wäre er ja frei. Nee, das muss nicht sein. Also ich kenne durchaus Partnerschaften, wo einer von beiden noch gebunden war. Aber wenn Seelenpartner zusammenkommen, ist diese Liebe, die da passiert und diese Nähe für beide so intensiv,
dass es lebensverändernd ist. Also wenn der Partner verheiratet ist und sagt, ich bin dein Seelenpartner, ich spüre das, aber meiner Frau sage ich nichts oder meiner Freundin und das geht ja, ich trenne mich schon irgendwann mal, das ist dann nicht so dein Seelenpartner. Denn wenn zwei Seelenpartner aufeinandertreffen, passiert etwas in der Herzensebene. Und da gibt es kein Taktieren. Das ist so tiefgreifend, was da passiert, das versteckt man auch nicht weiter. Sondern da gibt es tatsächlich Redebedarf mit allen Beteiligten. Kann sein eben mit dreien. Es kann sein mit dir, mit dem Partner und mit der Partnerin des Partners. Und da gibt es Verschiebungen. Und ich habe ganz viele solche erlebt, wo eine Frau einen Mann kennenlernte, aber sie war in einer Ehe und die Ehe war harmonisch und sie haben ein Haus gebaut und sie waren eigentlich zufrieden und glücklich. Und dann traf sie eben diesen Mann und es war sofort eine unglaubliche Tiefe und Nähe. Und sie weigerte sich, weil sie sagte, das kann ich nicht zulassen. Also die waren auch nicht intim, aber sie sagte, das kann ich nicht zulassen. Ich kann das meinem Mann nicht antun. Das ist so ein lieber Mensch, ich kann den nicht so verletzen. Und sie weigerte sich, das zuzulassen eine ganze Weile. Aber diese Liebe veränderte alles, sodass alle Beteiligten wussten, da ist was Großes im Gange. Und natürlich der Mann auch sehr bald wusste, was ist da passiert. Und das Wundervolle bei Seelenpartnern ist, wir lügen und betrügen nicht, sondern wir sind ganz authentisch. Und diese Wahrhaftigkeit spürt jeder. Und die findet deswegen auf einer anderen, höheren Ebene statt. Und deswegen ist der Austausch auf dieser Ebene auch ganz anders. Und deswegen, klar, gibt es dann Trauer und gibt es auch Tränen. Trennung ist immer auch mit Trauer verbunden. Denn Trauer ist die Arbeit, die wir leisten, um etwas loszulassen. Also Trauer ist immer auch da, wenn etwas zu Ende geht. Aber gleichzeitig spüren alle Beteiligten, auch derjenige, der in diesem Fall seine Frau gehen lassen möchte, weil es sich richtig anfühlt, auch der spürt diese Kraft und diese Würde. Also er wird auch inspiriert von dieser gehobenen Energie. Und alle drei Beteiligten sind darauf bedacht, dass es für jeden lebbar wird. Und ganz oft ist es so, dass derjenige, der dann verlassen wird, ziemlich bald tatsächlich auch auf einer wesentlich höher schwingenden Ebene jemanden kennenlernt und mit ihm tatsächlich ein Leben verbringen darf. Deswegen, Seelenpartner treffen sich, wenn sie innerlich reif sind, wenn sie so weit sind, dass sie so eine wahre, tiefe Liebe zulassen können. Und das kann ganz oft sein, dass wir aber gerade ein Umfeld gebaut haben, das dem ganz widerspricht. Das ist aber der Herzensebene egal. Das ist im Seelengefüge, da spielt die zeitliche Komponente keine Rolle. Deswegen ist es nicht immer so, dass es natürlich perfekt gerade passt. So. Ja, ganz oft ist es auch so, dass wir gerade einen wichtigen Lebensabschnitt beendet haben und sozusagen dann eine neue Erfahrung gemacht haben und dann offen sind. Aber es ist kein Muss. Es kann genauso gut vollkommen anders sein. Okay, jetzt werde ich Trauerarbeit machen. Ja, Trauerarbeit ist wichtig. Wenn wir Dinge nicht betrauern, lassen wir sie nicht los. Dann halten wir sie fest. Wenn wir Dinge nicht beweinen, ich kenne ganz viele Menschen, die 10 Jahre lang keine Trauerarbeit gemacht haben, nicht geweint haben. Und das halten sie immer noch fest. Und erst wenn wir wirklich diese Trauerarbeit, deswegen heißt es ja auch Trauerarbeit, tatsächlich tun, leisten, machen, lösen wir uns. Deswegen sind auch Beerdigungen so wesentlich. Die sind ja für den Toten unnütz. Aber für uns Lebenden sind die so wichtig, weil wir können, das ist unsere Form, wie wir uns von jemandem verabschieden können. Wir geben ihm noch einen schönen Abschied. Und das ist für uns unglaublich wesentlich, dass wir ihm diesen Abschied ermöglichen. Und ohne dessen ist er immer noch bei uns und wir kommen damit nicht klar, dass er irgendwie nicht mehr zur Tür reinkommt oder nicht mehr uns anruft. So. Also deswegen, ja, Abschied ist unglaublich wichtig und da ist ganz oft eben auch Trauer mit dabei. Und wir entscheiden, wie lange wir die Phase der Trauer haben. Irgendwann mal kommt der Punkt, wo wir sagen, okay, jetzt habe ich genug losgelassen, jetzt gehe ich meinen Weg weiter. Und ganz schön ist,
dass ich immer wieder erlebe, gerade wenn jemand gestorben ist oder so und dann eine neue Partnerschaft beginnt, dann wird diese alte Partnerschaft, wo es vielleicht eine große, wundervolle Liebe war, wird weiterhin hochgehalten. Da werden Bilder stehen dann da und auch der neue Lebenspartner findet es wundervoll, dass seine Partnerin oder Partner, dass dir so ein erfülltes Leben leben durfte und jetzt wieder offen ist, sich wieder neu einzulassen. Okay. Gibt es Tipps für Trauerarbeit, außer weinen und mir selbst Gutes zu tun? Also, da müssen wir mal eine eigene Sendung drüber machen, weil heute ist ja Seelenpartner und da machen wir mal eine, wie funktioniert eine Trauer, wie funktioniert Loslassen, damit man tatsächlich sich verabschiedet. Aber letztendlich ist es ein klarer Abschied. Und da gibt es ganz viele Dinge. Da gibt es ja nicht nur emotionale Dinge, sondern auch, was kann ich mich lösen? Habe ich noch ganz viele Dinge dort, die mich noch immer daran festhalten? Also da muss ja nicht jemand gestorben sein, es kann auch sein, dass wir verlassen worden sind und wir befinden uns immer noch in der gleichen Wohnung und ist in der Wohnung vielleicht noch lauter Möbel, die uns daran binden, wo wir wissen, das war der Tisch, da saßen wir beide immer. Dann weiß unser Seelengefüge an diesem Tisch immer, da fehlt was. Oder vielleicht der Frühstücktisch oder vielleicht habt ihr ein Geschirr gehabt oder Rituale und dann gibt es oder vielleicht das Bett, wo viele Dinge, emotionale Dinge natürlich passiert sind und es ist immer noch das gleiche Bett. Und das uns immer wieder, also da gibt es ganz viele Sachen, die wir innerlich loslassen können, aber auch äußerlich loslassen können, was uns dann einfach hilft, dass wir unser Leben neu gestalten, dass wir selber uns bewusst machen, jetzt gehe ich einen neuen Weg. Ich bin bereit, neue Schritte zu unternehmen. Kann der Seelenpartner auch Angst vor den Gefühlen haben? Ja klar, natürlich. Der Seelenpartner ist jetzt a priori nicht der perfekte Mensch. Wenn wir mit dem Seelenpartner, wir haben ganz oft so eine romantische Vorstellung von Seelenpartner. Ne? Also wir stellen uns ja vor, wenn ich einen Seelenpartner habe, dann ist alles Eier, Freude und Eierkuchen und Harmonie. Also alles ist toll. Nee, gar nicht. Der Seelenpartner ist der zu dir passt, zu deinem Seelenmaterial passt, der eins zu eins mit dir ist, der in die gleiche Tiefe eintaucht. Und es kann sein, dass beide Angst vor Nähe haben. Aber das Schöne ist, da gibt es dieses Urvertrauen, da gibt es diese tiefe Verbundenheit. Und dann kann man sich austauschen. Ja, ich habe da Angst vor Nähe. Und da wird es nicht verborgen, sondern man kann sich darüber austauschen und reden. Also du wirst ja auch viele Bereiche haben, wo du sagst, das schaffe ich nicht, das kann ich auch nicht. Also Schattenbereiche hast, wo du wie ein kleines Mädchen dich plötzlich aufführst und er vielleicht wie ein kleiner Junge. Und ja, aber zum Beispiel Michaela und ich, als wir zusammenkamen vor 30 Jahren, war ich überhaupt nicht beziehungsfähig. Aber mir war das klar. Und Michaela auch. Und wir wussten beide einfach, aber unser wesentlichstes Ziel ist, wir transformieren, wir verändern uns, wir wandeln uns. Und das, was wir uns für eine Partnerschaft gewünscht haben, auch alles an emotionalen Dingen, auch an Wertedingen, dort wollen wir uns hinentwickeln. Und dann haben wir, als wir uns kennengelernt haben, begonnen, gemeinsam Kurse zu besuchen. Wir haben uns ausbilden lassen als Regressionstherapeuten. Da machst du ja auch ganz viel Arbeit für dich selber und auch mit anderen. Also wir haben da ganz viel getan. Und letztendlich war das unsere größte Gemeinsamkeit, die Bereitschaft, all das zu erfahren. Und deswegen, das ist das Wesentlichste, dass beide sich bewusst darüber sind, was wollen wir angehen, was wollen wir uns anschauen. Aber was immer sein wird, ob Angst vor Nähe oder nicht, was immer sein wird, dass es ein klares Commitment gibt. Du bist es. Ich bin es. Da gibt es nicht dieses Spiel, ja, nee, ich weiß noch nicht, oder Fremdbeziehungen oder Beziehungen mit Handicaps oder ja, ich verlasse meine Frau, ja, ich verlasse meinen Freund irgendwann mal, aber jetzt kann ich es nur nicht kann ich nicht sagen, ist ganz ungünstig, weil jetzt macht er gerade diese Arbeit oder jetzt ist er gerade krank oder so. Also dieses Spiel hat mit Seelenpartnerschaft nichts zu tun. Sondern das ist das normale Spiel von, ich habe mal eine Geliebte oder ich habe mal einen Liebhaber oder mal eine Affäre, die heimlich ist. Sondern Seelenpartnerschaften finden auf einer anderen Ebene statt. Die spüren beide und dann ist Angst vor Nähe durchaus möglich. Aber es gibt ein klares Commitment. Beide sind ganz klar in der Entscheidung. Wir spüren es, wir wollen es, wir tun es.
Und dann kann Angst vor Nähe sein, okay, wir haben eine Wohnung, aber die ist groß genug, dass wir jeder seinen Bereich hat. Alles möglich. Aber letztendlich, wir wollen Gemeinsames angehen. Und da gibt es plötzlich Nähe. Vielleicht spürt man die Angst, aber es gibt Nähe. Okay. Kann sich ein wahrer Seelenpartner gegen den anderen entscheiden? Also der Kopf entscheidet, nicht das Herz. Funktioniert so etwas? Seit 3 Jahren Trennung weiß ich trotzdem, sie war es immer schon. Natürlich, es gibt ja alles. Also auf dieser wunderschönen Erde gibt es ja so viele Schattierungen und Farben, wie es Menschen gibt. So, und natürlich gibt es alles. Natürlich können wir auch uns kopfmäßig dagegen entscheiden. Nein. So. Aber wir spüren natürlich dann auch Trauer, Enttäuschung, Wut. Wir können dann viele Dinge nicht loslassen. Wir hängen dann ganz lange Dinge nach. Das sind aber nicht diese berühmten verpassten Chancen. Also man weiß, dass wenn wir Chancen verpassen, etwas nicht ausgelebt haben, dass wir die Dinge schwer loslassen können. Das weiß man. Aber da muss man einfach für sich ganz gut überlegen, ist das so eine verpasste Chance, die ich einfach nicht gut loslassen kann, weil ich sie nicht ausgelebt habe? Oder war das wirklich ein Seelenpartner? Und die nächste Frage ist, wenn es dein Seelenpartner war, wie ging deine Seelenpartnerin damit um? Oder ist es, war das, genau, Seelenpartner, genau, wie ging deine Seelenpartner damit um? War das einfach so, okay, ja? Oder gab es da dieses tiefe Gefühl von Nähe und dann, ja, dann halt nicht, das verstehe ich. Also da sind ja immer zwei Menschen, die sie da im Austausch sind und etwas zulassen oder etwas nicht zulassen. Und auch da ist es so, Seelenpartner kommen immer zusammen. Was zusammengehört, findet sich. Was zusammengehört, kommt zusammen. Und wenn du jetzt immer noch das Gefühl hast, das war doch noch was irgendwie, dann melde dich bei ihr. Ruf an, mach Kontakt. So, einfach ist das. Und tausch dich mit ihr aus. Und dann spürst du plötzlich, wenn du sie heute siehst, ah, da ist ja gar nichts mehr. Das war ja damals einfach nur eine Flamme, die da hochgeschossen ist, aber die gar keinen Bestand hat. Vielleicht stellst du dann fest, nee, heute ist es gar nicht mehr so. Da gibt es dieses Gefühl gar nicht mehr. Wenn es dein Seelenpartner ist, dann gibt es dieses Gefühl immer noch. Das weißt du aber erst, wenn du diesen Menschen wirklich siehst. Weil sonst bist du immer in deiner Projektion. Weil du jetzt vielleicht gerade mit keinem zusammen bist oder die Partnerschaft, in der du jetzt gerade dich befindest, nicht so schön ist. Dann ist immer diese nicht gehabte, nicht gelebte Liebe so groß. Klar, weil wir uns dann da hineinträumen. Aber du hast sie ja nicht gehabt, du weißt ja gar nicht, ob sie so groß tatsächlich gewesen wäre. So, deswegen mach Kontakt, finde es heraus. Also, kneif die Arschbacken zusammen und geh los. Ansonsten wirst du weiterhin Kopfkino spielen. Ich hatte schon 2 Seelenpartner, die sich gegen mich entschieden haben. Bleibt das immer so? Er meint, er muss einfach damit leben, die Nähe blieb. Nee, also ich glaube nicht, dass das Seelenpartner waren. Seelenpartner, die sich gegen dich entscheiden? Nee, dann hast du empfunden, dass das dein Seelenpartner ist. Aber er nicht, dann war es nicht dein Seelenpartner, dann war es eine Projektion. Manchmal wünschen wir uns den Seelenpartner so sehr. Wir haben einen solchen Hunger, eine solche Sehnsucht danach, nach dieser Liebe. Und dann ist jemand, der macht die schönsten Komplimente oder der ist vielleicht im Bett unglaublich zärtlich und Nähe entsteht und wir frühstücken mit ihm und oh. Und dann entscheiden sie sich gegen dich und dann denkst du dir, das war doch der Seelenpartner. Nee, war er nicht. Das war einfach, was im Moment sehr gut gepasst hat in deinem Mangel. Da war Nähe, Zärtlichkeit, Intimität, Komplimente, Anerkennung, viele Dinge, die du vielleicht gebraucht hast. Und dann fällst du dort hinein. Aber dann waren das nicht deine Seelenpartner. Seelenpartner entscheiden sich nicht gegen dich. Und wenn du schreibst, ich hatte 2 Seelenpartner, nee, das hast du dir wahrscheinlich vorgestellt, das sind meine Seelenpartner. Sonst hätten die sich nicht gegen dich entschieden. Okay. Bei mir ist es immer noch da, das Gefühl, aber sie hat direkt einen neuen genommen. Ja, warum hat sie denn direkt einen neuen genommen? So, also, wie gesagt, dann war es vielleicht auch nur eine Projektion von dir. Sonst wäre sie vielleicht auch noch mehr in diesem Gefühl geblieben. Aber auch da, ja, jetzt hat sie einen neuen, ja und?
dann kannst du doch trotzdem anrufen. Du bist ja nur ein Freund. Und dich mit ihr unterhalten. Wie war das für dich damals? Also, es geht auch darum, dass du dich entlastest. Du willst dich ja nicht in eine andere Partnerschaft hineindrängen, sondern du willst gerne deinen Seelenfrieden haben. Also tausch dich in aller Ruhe damit aus. Ihr seid doch jetzt keine Feinde, nur weil ihr mal verbandelt wart und davon bei dir eine starke Emotion hängen geblieben ist, kann man sich darüber gut austauschen. Okay, wir kannten uns von früher, waren 3 Jahre zusammen, dann Trennung. Kann es sein, dass man wieder zusammenkommt, wenn die Seele bereit ist? Er sagte, vielleicht sind bei uns alle guten Dinge drei. Also, ich habe oft erlebt, dass Seelenpartner immer wieder zusammenkommen. Ja, klar. Und so aus der Ferne jetzt das einfach zu beurteilen, geht natürlich nicht. Aber ich würde immer wieder, wenn es ein On und Off und On und Off, und on und off gibt, dann gibt es etwas in der Partnerschaft, wo immer man sagt, nee, nee, das passt ja gar nicht, dann trennt man sich, dann spürt man den Mangel und den Verlust, dann denkt man nur noch an das Schöne, was man hatte, dann kommt man wieder zusammen, nach kurzer Zeit stellt man fest, ach so, deswegen haben wir uns getrennt, ja, es geht ja gar nicht, das könnt ihr natürlich tausendmal machen. Ich würde einfach mich ganz bewusst nicht auf diesen Menschen einschwingen, sondern einfach ganz bewusst auf eine Seelenpartnerschaft einschwingen, auf deine wahre, tiefe Liebe einschwingen. Das würde ich tun. Und auf diese Weise öffnest du dich. Vielleicht für diesen Menschen, aber vielleicht auch für jemanden, der tatsächlich deinem Seelenmaterial perfekt entspricht. Okay. So, jetzt noch eine Frage und dann, weil wir sind ja schon wieder fast eine Dreiviertelstunde hier, mehr länger als eine Dreiviertelstunde, wow. Also, lieber Pierre, was meinst du, was mein Seelenpartner macht? Meinst, er fragt sich auch, was ich wohl mache oder wo ich stecke? Ja, natürlich. Also, können immer davon ausgehen, in dem Moment, wo wir uns öffnen, sind wir ja schon eine lange, lange Wegstrecke gegangen. Wir haben viele Partnerschaften erlebt, da hatten wir uns noch keinen Gedanken über Seelenpartnerschaft gemacht. Und irgendwann mal haben wir festgestellt, so wie ich ja auch, nee, das sollte irgendwie tiefer gehen. Ich möchte was anderes, Neues erleben, etwas, was größer ist. Und da ist etwas in uns wach geworden. Und ganz oft ist es so, dass das zeitgleich geschieht. Da wird in einem anderen Menschen ebenfalls etwas wach. Da ist es nicht so, dass er jetzt an dich denkt oder du an ihn, sondern da ist für dich ja erst einmal die Bereitschaft und die Entscheidung, das möchte ich erleben. Und jetzt gibt es natürlich Lebensumstände, in denen du bist und Lebensumstände, in denen dein Seelenpartner ist, und die werden peu à peu geordnet, sodass man immer mehr, immer näher, immer näher kommt. Und es kann sein, dass du deinen Seelenpartner schon längst kennst, weil der schon ein paar Mal dich umkreist hat. Vielleicht kennst du ihn auch nicht, aber er war schon trotzdem ganz oft in deiner Nähe und war vielleicht auf der gleichen Insel im Urlaub. Und du hast ihn nicht gesehen. Und ich kann dir ganz viele solche Geschichten erzählen, wo Seelenpartner im Nachhinein sagen, mein Gott, da sind wir uns ja schon 4 Mal über den Weg gelaufen, ohne uns zu sehen, ohne uns zu bemerken. Aber wir waren zum gleichen Zeitpunkt an der gleichen Stelle, am gleichen Ort. Aber da gab es halt noch Sachen noch zu ordnen. Und irgendwann mal, wenn sozusagen die Sachen geordnet sind, erkennt man sich. Und deswegen, ja, in der Tat, du bist nicht alleine. Dein Seelenpartner sucht auch, der möchte auch. Und zwar nicht irgendjemanden, sondern genau dich. Dich. Und deswegen müssen wir uns nicht anstrengen. Ich suche, wo ist er, wo ist er? Du bist es. Du weißt es zwar noch nicht, aber du bist es. Nee. Du bist nicht alleine, der möchte dich auch. Dich. Niemand anderen. Dich. Und vertraue darauf, was zusammengehört, kommt zusammen. Vertrau. Geh in dieses Urvertrauen. Okay, also ihr Lieben, meine Bitte an euch, nehmt diese beiden Fragen euch vor und beschäftigt euch damit. Warum bin ich mit diesem Menschen zusammengezogen? Warum war ich mit diesem Menschen zusammen? Welche Anteile in mir haben diesen Menschen in mein Leben gezogen?
Beschäftige dich mal mit diesen beiden Fragen und du wirst sehen, dass sich etwas in dir öffnet, etwas in dir aufmacht und du einen großen, gewaltigen Schritt in Richtung Seelenpartnerschaft machst. Okay, ihr Lieben. In diesem Sinne, ich danke euch für eure Zeit, für eure Loyalität und noch ganz wichtig, wenn ihr Lust habt, zu Happiness House zu kommen, da tauschen wir uns dauernd live aus. Wir sind unglaublich viel live, Michaela und ich. Und da gibt es unglaublich viele Mitglieder, die sich gerne auch mit dir austauschen wollen. Und da gibt es Kurse und natürlich Meditationen. Aber das Wichtigste, wir sind dort wirklich wie eine Familie. Also falls du Lust hast, hier unter dem Video ist der Link. Kannst du dir mal ein bisschen anschauen, was Happiness House ist. Mein ganz persönliches Herzensstück. Seit 7 Jahren gibt es Happiness House und wir sind alle ganz begeistert. Heute in der Früh hatten wir wieder unser Sonntagsfrühstück. 2,5 Stunden. Haben wir uns da unterhalten, über Zoom. Wir tauschen uns da alle aus, stellen Fragen, beantworten, reden miteinander. Und das ist einfach grandios, weil plötzlich das entsteht. Hilfe, Unterstützung, Motivation. Und du hast plötzlich ein Umfeld, das dich fördert und das für dich da ist. Das ist natürlich grandios. Und deswegen bin ich immer unglaublich berührt, dass ich sowas machen darf. Also wenn du Lust und Laune hast und wenn du meinst, ja, das würde mich interessieren, ich glaube, in mir steckt auch noch mehr, als ich bisher zulasse, dann schau mal bei Happiness House rein. Den Link, wie gesagt, findest du unter diesem Video. Also ihr Lieben, in diesem Sinne, ja, da steht schon, das Frühstück war super. Ja, da bist du, genau, da bist du von Nicole, dann bist du, ja, genau, du bist ja von Happiness House. Genau, okay. Also ihr Lieben, vielen, vielen Dank für eure Zeit, für eure Loyalität und wenn du magst, dann teile dieses Video mit ganz vielen anderen. Gib mir einen Daumen nach oben und abonniere den Kanal, machst mir eine große Freude, klar. Und schreib hier in den Kommentaren, wie geht's dir mit diesen beiden Fragen und was spürst du da? Spürst du, dass da sich in dir etwas hebt? Okay, und denk daran, du bist bereits ein Seelenpartner. So wie du bist, bist du wundervoll, bist du außergewöhnlich und großartig. Und liebenswert. In diesem Sinne, alles Liebe.